Das Schlimmste sind die höllenartigen, krampfhaften Schmerzen. Der Stein wandert, der Schmerz wandert und der Patient wandert. Zu meinem Intro bezüglich des wandernden Patienten sage ich gleich nochmal was. Nierensteine, davon hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber hätten Sie gewusst, dass Nierensteine mit einer Häufigkeit von ungefähr 5000 pro 100.000 Einwohner vorkommen? Und oftmals merkt man das gar nicht so wirklich. Es gibt auch ganz, ganz kleine Nierensteine, die pinkeln wir quasi aus. Gerade in den Industriestaaten, also bei uns in Deutschland, kann man inzwischen auch schon von einer Volkskrankheit sprechen. Nicht selten erreichen die Steine eine Größe sogar von über 1 cm. Männer sind ungefähr doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Da hat das was schon mit den Ursachen zu tun, da sage ich gleich was zu. Grundsätzlich kann es aber jeden von uns treffen. Da Nierensteine mit einem erhöhten Risiko für chronische Nierenerkrankung auch verbunden sind, ist dieses Video jetzt einmal sehr wichtig für Sie, für jeden von uns, weil wie gesagt, Nierensteine kann jeder von uns auch mal bekommen. Und Sie erfahren jetzt in dem Video das Wichtigste rund um die typischen Symptome, also Anzeichen, gängige Behandlungsmöglichkeiten, was man dann also macht und natürlich hilfreiche Präventionsmaßnahmen, wie Sie verhindern können, dass Sie Nierensteine bekommen. Hallo, ich bin Dr. Tobias Weige und ich möchte auf meinem Kanal medizinisch, verständlich und korrekt über wichtige Gesundheitsthemen, Krankheiten aufklären, was wir selber dagegen tun können, Stichwort auch Prävention. Und heute jetzt im Video geht es einmal um die weit verbreitete Diagnose Nierensteine. Lassen Sie uns also gleich loslegen mit der ersten wichtigen Frage. Nierensteine, woher kommen sie? Nierensteine werden auf schlau auch Nephroliten genannt, entstehen, wenn bestimmte Substanzen, typischerweise Calcium und Harnsäure im Urin kristallisieren, sagt man, und so zusammenklumpen. Sie bilden sich in der Niere oder dem Nierenbecken und können in die Harnleiter wandern, von den Harnleitern dann zum Beispiel auch in die Blase, dann in die Harnröhre und dann zum Beispiel ausgepinkelt werden. Wenn sie in der Harnleiter sind, dann sagt man auch Harnleitersteine dazu. Ihre Größe kann zwischen wenigen Millimetern und mehreren Zentimetern auch variieren und die meisten Steine sind klein genug, um nach wenigen Tagen oder Wochen über den Urin, wie gesagt, ausgeschieden zu werden. Theoretisch macht es dann einmal blub in der Toilette und dann merkt man, oh, man hat einen kleinen Stein ausgepinkelt. Größere Steine verursachen natürlich nicht nur heftige Schmerzen, sondern sollten auch dann vom Arzt entfernt werden, weil es anders nicht geht. Wie das abläuft, dazu gleich noch mehr. Es gibt verschiedene Arten von Nierensteine. Die häufigsten sind die sogenannten Calcium-Oxalatsteine. Die anderen blende ich Ihnen hier einmal ein. Die genaue Ursache für die Bildung von Nierensteinen bleibt meist ungeklärt. Es gibt aber einige Risikofaktoren, die sollten Sie natürlich kennen, die zur Entstehung beitragen können. Wenn Sie die kennen, können Sie die vielleicht auch vermeiden. Ein Risikofaktor ist die familiäre Veranlagung, also Genetik. Dann hat man Pech gehabt, die kann man halt nicht vermeiden. Aber es gibt auch Faktoren, die Sie beeinflussen können, wie Dehydrierung bzw. Ihre Trinkmenge. Sie trinken einfach zu wenig Wasser, Ihre Ernährung oder auch Ihr Gewicht. Natürlich treten nicht bei jedem mit diesen Risikofaktoren zwangsläufig Nierensteine auf. Und nicht jeder mit Nierensteinen erfüllt diese Risikofaktoren. Klar, man darf da nicht pauschalisieren. Oft sind Nierensteine aber das Ergebnis einer Kombination von genetischen, ernährungsbedingten und auch Umweltfaktoren. Aber wie gesagt, sie sind dem Geschehen nicht komplett ausgeliefert, sondern haben einiges davon tatsächlich selbst in der Hand. Symptome erkennen und richtig deuten. So äußern sich Nierensteine. Nierensteine können teilweise komplett symptomfrei bleiben. Viele Menschen laufen lange mit ihren Nierensteinen herum und wissen nichts davon. Vielleicht habe ich auch schon ein paar Nierensteine, aber die machen keine Beschwerden momentan. Oft kommt es erst zu Beschwerden, wenn die Steine das Nierenbecken blockieren quasi oder über den Harnleiter abwandern. Und bei sehr kleinen Steinen kann es in diesem Fall bei einem kurzen, stechenden Schmerz beim Wasserlassen bleiben. Schlimmer sind die größeren Nierensteine, logisch. Und hier kann es zu starken, kolikartigen Schmerzen kommen, die je nach Lage des Steins im Harnleiter, im Bauch, im Rücken oder im Unterleib auftreten können. Ganz typisch ist dann auch immer dieser sogenannte Flankenschmerz, also hier so an der Seite in der Flanke. Man spricht von einer sogenannten Nierenkolik, die über mehrere Stunden anhalten kann. Und das habe ich oft als Notarzt natürlich auch schon erlebt. Der Patient liegt sehr unruhig da. Warum? Man sagt, der Stein wandert, der Schmerz wandert, der Patient wandert. Und die Schmerzen sind oft nicht mehr dann erträglich, sodass man sogar den Notarzt rufen muss. Weitere Symptome sind zum Beispiel starker Harndrang, Blut im Urin, Übelkeit, Erbrechen.
Jetzt heißt es dann, wenn es so weit kommt, wenn das bei Ihnen auftritt, schnell zum Arzt, um Komplikationen zu vermeiden. Kommt es zum Beispiel zu einem kompletten Harnleiterverschluss, produziert die Niere dennoch weiter ja Urin. Das führt aber dazu, dass sich die gefilterten Giftstoffe im angestauten Urin sammeln und das Nierengewebe schädigen können. Muss man sich ja vorstellen, wie so ein Rohr. Und dann in dem Rohr ist der Nierenstein, der verstopft das Rohr. Und dann kann sozusagen der Urin nicht mehr weiter, sondern der staut sich quasi davor. Und das kann natürlich dann im schlimmsten Fall auch zu einer sogenannten Sepsis, also zu einer Blutvergiftung führen. Diagnose und Therapie von Nierenstein. Wenn Sie mit den genannten Symptomen zum Arzt gehen oder den Rettungsdienst zum Beispiel rufen, sind das meist schon typische Anhaltspunkte für die Diagnose. Um ganz sicher zu gehen, wird der Nierenstein bzw. Harnleiterstein oft noch per Ultraschall bestätigt. Da kann man sich das anschauen. Teilweise folgt auch eine Bildgebung, CT, Röntgenuntersuchung, um Lage und Größe des Steins noch besser erkennen zu können. Zur Ursachenforschung gehört außerdem auch, macht man logisch immer, noch einen Bluttest, Urintest. Kleinere Nierensteine werden eher oder hingegen oft zufällig entdeckt, beispielsweise wenn aus irgendwelchen anderen Gründen zum Beispiel eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt wird. Wenn man vielleicht mal beim Checkup ist beim Arzt und der macht so eine Ultraschalluntersuchung, da werden ja oft auch die Nieren mitgeschallt und dann stellt man auf einmal fest, oh, Sie haben ja da ein paar Nierensteine. Wenn Nierensteine keine Probleme bereiten, müssen sie nach Absprache mit Ihrem Arzt auch nicht zwangsläufig entfernt werden. Das ist schon mal gut für Sie, aber zu wissen, oh, ich habe Nierensteine, es könnte also mal Probleme geben. Die meisten kleinen Nierensteine, so unter 4 mm, sagt man, gehen nach wenigen Tagen oder Wochen von alleine ab. Sollten das für Sie aber schmerzhaft sein, dann kann der Arzt Ihnen ein passendes, typischerweise Schmerzmittel natürlich verschreiben. In Deutschland gibt man oft Novalgien da auch. Um das Ausscheiden zu erleichtern, können zudem Medikamente zur Muskelentspannung auch eingesetzt werden. Eine Wärmeflasche, ein Vollbad können ebenfalls zur nötigen Entspannung beitragen. Zudem wird häufig empfohlen, den Stein durch Bewegung, wie jetzt Hüpfen zum Beispiel, Kniebeugen oder Treppensteigen quasi in Richtung Blase zu befördern. Hilft das alles nichts und die Steine werden größer mit der Zeit und oder schmerzhafter, dann werden sie in der Regel mit speziellen Ultraschallwellen zum Beispiel zertrümmert oder durch einen kleinen invasiven Eingriff dann entfernt, also quasi eine kleine Operation wird gemacht. Harnsäuresteine können gelegentlich auch medikamentös aufgelöst werden. Warum? Das geht, indem der pH-Wert des Urins erhöht wird. Und das macht ihn dann basischer und bekämpft so die Harnsäure. Logisch. Wie können Sie Nierensteine vermeiden? 5 Tipps. Das ist jetzt das wichtige Thema, ja, und auch deswegen gut, das Video anzuschauen. Wenn Sie die schmerzhaften Nierenkoliken bereits erlebt haben, sind Sie sicherlich darauf bedacht, erneuten Nierensteinen vorzubeugen. Gut so. Aber auch alle anderen sollten darauf achten, deswegen das Video jetzt schauen. Denn leider ist das Rückfallrisiko mit ca. 60% auch ziemlich hoch. Und mit meinen Tipps jetzt können Sie Ihr Risiko reduzieren und deshalb fangen wir jetzt einmal auch direkt an mit Tipp Nummer 1. Trinken Sie viel Wasser bzw. ungesüßten Tee und passen Sie auch Ihr Trinkverhalten vor allem an Ihre körperliche Aktivität an, auch an die Jahreszeit, ob es draußen heiß ist. Beim Sport, an heißen Tagen, wenn Sie viel in der Sauna mal sind oder so, dann sollten Sie natürlich mehr trinken als üblich. Nicht genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen, und das machen viele von uns, kann dazu führen, dass die Konzentration von Mineralien im Urin quasi erhöht wird, was die Bildung von Nierensteinen begünstigt. Man empfiehlt ja so pauschal 1,5 bis 2,5 Liter pro Tag, genauer sagt man so 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Es gibt starke Hinweise darauf, dass eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme der wichtigste ernährungsbedingte Risikofaktor für Nierensteine ist. Und dabei wichtig, Wasser trinken, nicht süße Plörre. Man geht davon aus, dass eine Umstellung des Trink- und Essverhaltens das Rückfallrisiko tatsächlich von 60% auf bis zu unter 5% senken kann. Also wenn Sie schon mal Nierensteine hatten, dann merken Sie sich viel, viel trinken. Und jetzt kommt der nächste Tipp. Tipp Nummer 2. Achten Sie auf die richtige Ernährung. Eine Ernährung, die reich an oxalathaltigen Lebensmitteln ist, wie Schokolade, in Spinat, Rhabarber, Nüssen, da gibt es noch viel, viel mehr, kann das Risiko für Calciumoxalatsteine erhöhen. Logisch, da steckt ja das Wort Oxalat drin. Auch Beeren, leider, die ja ansonsten als sehr gesund gelten, sind leider reich an Oxalsäure. Sie sehen also auch, es ist gar nicht so einfach. Gesunde Ernährung ist quasi nicht gleich gesunde Ernährung aus dem Gesichtspunkt von Nierenstein. Man muss immer die Diagnose, in diesem Fall Nierenstein, im Auge haben. Und es gilt, die Dosis macht das Gift. Und daher halte ich persönlich auch gar nichts davon, wenn irgendwelche Lebensmittel übertrieben gehypt werden. Aus der Einsicht sind die vielleicht gut,
aus einer anderen Sicht nicht so. Und das sieht man zum Beispiel hier beim Stichwort Oxalsäure. Auch Lebensmittel mit hohem Gehalt an tierischen Proteinen können das Nierensteinrisiko natürlich erhöhen, Stichwort Harnsäure. Und hierunter fallen natürlich Fleisch, Eier, auch Milchprodukte wie Quark. Käse, die sind reich an tierischem Eiweiß. Tierische Proteine können zu einer vermehrten Ausscheidung von Kalzium führen und gleichzeitig durch die enthaltenen Purine den Anstieg von Harnsäure im Urin fördern. Und das kann gerade Harnsäure und Calciumoxalatsteine natürlich begünstigen. Da sieht man also wieder, was ist entscheidend, das Ernährungsmuster. Die Dosis macht das Gift. Es gibt nicht einzelne Lebensmittel, die man wie gesagt hypen sollte, sondern Abwechslung. Salzarm sich ernähren ist aber noch ein wichtiger Punkt, denn auch viel Salz kann zu einer vermehrten Ausscheidung von Kalzium und das wiederum dann zu einer Bildung von Nierenstein führen. Und aus diesem Grund sollten Sie übrigens auch auf hochdosierte Kalzium-Nahrungsergänzungsmittel verzichten. Wie viele nehmen Kalzium-Tabletten quasi ein? Da aber im Gegenteil auch ein Kalziummangel die Rückfallwahrscheinlichkeit erhöhen kann, weiß man auch, sollten Sie auf eine Kalziumzufuhr entsprechend der Empfehlung zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung achten, ein gutes Mittelmaß machen. Und wenig Kalzium ist auch wieder schlecht, Stichwort Osteoporose. Auch kurzkettige Kohlenhydrate wie Süßigkeiten, Haushaltszucker, Weißmehlprodukte können die Kalziumausscheidung erhöhen. Und was kommt stattdessen auf den Teller? Oder was empfehle ich? Ganz einfach, komplexe Kohlenhydrate, Vollkornprodukte, also Dinkel zum Beispiel, ballaststoffreiche Ernährung, oxalatarmes Obst und Gemüse und ein- bis zweimal wöchentlich Fisch. Tipp Nummer 3, achten Sie auf Ihr Gewicht. Nierensteine werden gerne mal als Wohlstandserkrankung bezeichnet und ich hatte ja ganz am Anfang des Videos auch gerade gesagt, immer häufiger, gerade in Industrieländern wie Deutschland. Denn Übergewicht und das metabolische Syndrom erhöhen das Risiko für Nierenstein, insbesondere bei Männern. Und Männer sind viel häufiger ja betroffen von Nierenstein als Frauen. Der beim metabolischen Syndrom erhöhte Insulinspiegel kann nämlich eine vermehrte Kalziumausscheidung wiederum begünstigen. Deswegen auch so oft die Betonung von mir, auf das Körpergewicht zu achten, gerade auf das Bauchfett. Und hier verlinke ich Ihnen einmal ein paar meiner liebsten Videos zum Thema Abnehmen. Tipp Nummer 4, Kaffee. Gut oder böse? Puh, das ist eine wichtige Frage jetzt. Mögen Sie Kaffee? Ich auch. Und wenn Sie jetzt Sorge haben, dass ich Ihnen gleich Ihren morgendlichen Kaffee madig mache, keine Angst. Im Gegenteil, ich habe gute Nachrichten für Sie. Sie dürfen weiterhin Ihren geliebten Kaffee trinken. Und die Empfehlung ist, 4 Tassen ungefähr pro Tag. Ja, er soll sogar gut gegen Nierensteine sein. Eine Studie liefert Hinweise darauf, dass ein höherer Kaffee- und Koffeinkonsum zu einer Verringerung von Nierensteinen führen kann. Die Studie hat ergeben, dass ein um etwa 26% geringeres Risiko für die Entwicklung von Nierensteinen bei Personen besteht, die eine oder mehr Portionen koffeinhaltigen Kaffee pro Tag konsumierten. Natürlich gilt hier nicht der Schluss, das ist jetzt wichtig, je mehr, desto besser. Die Obergrenze für einen gesunden Kaffeekonsum liegt bei etwa 400 Milligramm Koffein, beziehungsweise wie gesagt diese 4 Tassen Kaffee pro Tag. Man weiß, ab 6 bis 7 Tassen Kaffee pro Tag kann das dauerhaft eher negativ für die Gesundheit werden. Stichwort da höherer Puls, Herzrhythmusstörung. Tipp Nummer 5, auf Frühwarnzeichen achten. Und manchmal hilft alles nichts und es passiert wieder, ein Nierenstein bildet sich. Ist vielleicht einfach so, genetisch vielleicht auch bedingt. Um jetzt wenigstens die Nierenkolik zu verhindern, dass es nicht so schlimm wird, sollten Sie auf bestimmte Warnzeichen achten und damit zum Arzt, frühzeitig zum Arzt gehen. Und diese Warnzeichen sind zum Beispiel, erstens, Sie scheiden weniger Urin aus als üblich. Also Sie merken auf einmal, das Pinkeln klappt nicht so richtig. Es hat sich Blut unter den Urin gemischt. Sie spüren ein stechendes Gefühl im seitlichen Unterbauch an der Seite, Stichwort Flankenschmerz. Wenn Sie diese Symptome merken, könnte ein Nierenstein der Grund sein. Natürlich, wichtig auch, sollen Sie sich nicht verrückt machen. Ein Arztbesuch schadet bei den genannten Symptomen aber ohnehin nicht. Fahren Sie in Ruhe ins Krankenhaus auch. Warten Sie vielleicht auch nicht so lange, bis Sie den Notarzt rufen müssen. Das ist auch immer wichtig. Berichten Sie jetzt einmal gerne in den Kommentaren, ob Sie schon mal Nierensteine hatten. Wie das so war, bestimmt sehr schmerzhaft, aber ob Sie vielleicht ein paar Tipps haben für den Rest der Community, gerne können wir uns da einmal austauschen, würde mich freuen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.